Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es, meine Freizeit mit Online-Shopping zu verbringen. Meistens shoppe ich nicht, ich suche einfach nur die Produkte raus. Dieses Mal habe ich aber zugeschlagen, denn ich habe merkwürdig auffällige Nachbarn von beliebten High-End-Make-up-Produkten gefunden und wir schauen, was die können. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr freut euch genauso auf dieses Video wie ich. Ich habe die Produkte nämlich jetzt schon hier echt seit einigen Tagen rumliegen und komme jetzt erst dazu, die Produkte auszuprobieren. Amazon hat ja mittlerweile sehr, 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 sehr viele Produkte im Sortiment, die uns, ja, ich sag mal, verdächtig bekannt vorkommen. Und ich dachte mir, wir schauen einfach mal, was das Originalprodukt kann und was das dadurch inspirierte Produkt kann. Wir haben ein paar Produkte, die sind inspiriert. Manche sind wirklich schon fast unverschämt in einer Bekanntschaft. Es ist ein sehr dünnes Eis. Ich begebe mich mit diesem Video auf sehr, sehr dünnes Eis für euch. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und falls ihr es noch nicht getan habt, den Daumen nach oben da lasst. Okay, wir starten mit dem ersten. Das ist das hier. Das ist von Handayan, ein Eyebrow Styling Wachs, welches in der sehr naheliegenden Verpackung zu dem von Anastasia. Das von Anastasia habe ich ja euch mehrfach schon gezeigt. Das benutze ich sehr, sehr gerne. Mittlerweile bin ich eher bei dem von Essence stehen geblieben. Aber da ich das noch habe, benutze ich das auch noch sehr gerne. Ich habe auch mal so ein bisschen die Inhaltsstoffe verglichen. Die sind ich würde sagen, eineiig. Ja. Ich muss dazu sagen, ich würde trotzdem das von Essence nehmen. Damit komme ich im Moment eigentlich am besten klar. Ja. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, hierüber zu reden. Aber das nächste wird ein bisschen einfacher, denn wir kennen ja alle den Milk Hydro Grip Primer. Das ist einer meiner liebsten Primer, die es gibt. Ich habe ihn jetzt hier gerade in der Mini-Größe. Den benutze ich auf meiner rechten Gesichtshälfte. Der wird sehr, sehr klebrig. Der ist super feuchtigkeitsspendend. Und wenn der angetrocknet ist, ich finde, der riecht auch immer so ein bisschen nach Krankenhaus, so Desinfektionsmittel, spendet super viel Feuchtigkeit und wird gleich richtig, richtig klebrig. Und dann kam vor einer Weile Elf mit dem Power Grip Primer raus. Und jetzt kam IBCCCNDC mit dem Power Grip Primer raus. Verpackungstechnisch sind die sich sehr, sehr ähnlich. Ich habe den schon probiert und muss sagen, der ist näher an dem von Elf als an dem von Milk. Eine gelige Konsistenz, riecht nicht so alkoholisch, wie ich finde, aber auch der wird sehr, sehr klebrig. Das ist im Vergleich vom Kleber. Gibt es eine Maßeinheit für Klebrigkeit? Falls ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Der wird sehr, sehr klebrig. Also schon fast so, dass ich denke, das war der Prittstift. Aber wenn ihr wollt, dass euer Make-up wirklich lange hält, da sind diese klebenden Produkte einfach immer exorbitant gut dafür. Beide ziehen gleichmäßig gleich schnell ein, sind in beiden 24 Milliliter mit drin. Die Verpackung ist natürlich auch sehr stark inspiriert. Ich verlinke euch die Produkte einfach mal. Klickt euch da aber auch bitte einmal gerne durch die Bewertungen durch die Rezensionen durch. Manchmal hat man ja, vergleicht man ja doch ganz gerne mal mit anderen Meinungen als nur von meiner. Beide Seiten fühlen sich wirklich, wirklich gut an. Bei Foundations bin ich ehrlich, da habe ich jetzt keine gekauft, wo ich sage, das könnte aber ganz spannend sein. Ich benutze wie im Moment am allerliebsten die von Revolution. Mit der komme ich einfach am besten klar. Was der Primer macht, ist, er spendet nicht nur Feuchtigkeit. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn du ihn so richtig reindrückst, er, falls du noch so ein paar tote, trockene Hautschüppchen auf der Haut hast, die dann auch sehr, sehr gut platt drückt und das Make-up, was du rübergibst, ein bisschen weich gezeichnet da ist. Ein kleiner Tipp, den ich euch gebe, ist, probiert mal, wenn ihr so einen Flaum im Gesicht habt. Ich nehme den ja immer weg. Ich mache ja dann so ein Dermaplaning. Dadurch wirkt die Haut natürlich auch noch mal deutlich, deutlich glatter, ne? Also wenn ihr so einen kleinen Pfirsichflaum im Gesicht habt, dann kann Make-up, vor allen Dingen trockenes Make-up, sehr deckendes Make-up, immer so ein bisschen trockener aussehen, als es eigentlich ist. Ich mache das meistens mit so einem kleinen Augenbrauenrasierer von Tweezerman. Das sind meiner Meinung nach die besten einfach. Genauso wie die Wimpernzange, ne? Müssen wir nochmal kurz reden. Das ist die beste Wimpernzange, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ich hatte ja sonst immer die, eine ganz, 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 ganz alte von Catrice. Die ist bestimmt schon 5 Jahre alt gewesen. Und seitdem ich die von Tweezerman benutze,
Meine Wimpern halten einfach so, so viel länger. Mein nächstes Produkt ist meiner Meinung nach keine günstige Alternative, sondern ein Produkt, was eigentlich für sich stehen sollte. Ich habe es euch neulich in einem Video gesagt, dass ich es manchmal so ein bisschen schwierig finde oder manchmal selbst so ein bisschen davon genervt bin, dass alles immer gleich ein Dupe oder eine Alternative ist. Das sollte oder es wurde so vermarktet, weil es verkauft sich natürlich dadurch auch deutlich besser als die günstige Alternative zu unserer Freundin Charlotte, zu unserer Nachbarin Tante Lotte. Und die hat ja diesen Contour-Bond rausgebracht. Der ist aber meiner Meinung nach kein richtiger Contour-Bond, sondern eher ein Bronzing-Glowy-Produkt. Ich habe dieses hier von KeyBest. Das haben bestimmt schon 400 Leute von euch nachgekauft, weil es einfach das beste Contouring-Produkt ist, was es meiner Meinung nach gibt. Die Farbe ist perfekt, super, super kühl, super pigmentiert und das hält den ganzen Tag. Ich habe den jetzt hier schon bestimmt seit einem halben Jahr, ach mehr, und schaut mal, wie schnell und einfach das geht. Wenn ihr ein Contour-Produkt sucht, was wirklich kühl ist, ist es das hier. Es ist schon fast grau, es lässt sich recht gut verblenden. Hier ist bei mir oben der Schwamm so ein bisschen eingetrocknet, deswegen ist es gerade nicht mehr ganz so einfach. Aber meiner Meinung nach einer der besten Contour-Produkte. Das gibt es auch als Highlighter, das gibt es auch als Blush. Die sind okay, den Highlighter, der ist mir zu grob glitzerig. Ich bin nicht so ein Freund von von flüssigen Highlightern, die man aufs Make-up macht. Und das Make-up ist was ganz anderes. Aber aufs Make-up zersetzt oft das Make-up. Und dieser Contour Wand ist einfach meiner Meinung nach perfekt. Ich trage mir mal flink ein bisschen Concealer auf und blende den aus. Und jetzt, Freunde, wird es nämlich gleich richtig, richtig spannend. Ich würde euch in der Zwischenzeit einmal bitten, mir eure Amazon-Favoriten unten in die Kommentare zu schreiben. Und als kleine Erinnerung, es gibt ja bei uns jetzt mittlerweile einmal im Monat, alle zwei Monate, je nachdem wie gut wir durchkommen, einen Newsletter, der komplett natürlich kostenlos ist und ihr müsst euch dafür auch nirgendwo anmelden. Ich habe ihn mittlerweile bei mir in meinen Shop gepackt, dort könnt ihr sie euch auch nachträglich einfach runterladen. Und dort packe ich euch einmal im Monat meine Amazon-Favoriten, ein paar Make-up-Favoriten, ein paar Kleidungsstücke, alles, was ich diesen Monat irgendwie entdeckt habe, wo ich sage, boah, das finde ich super, super interessant. Verlinke ich euch unten auch mal. Kostet, wie gesagt, nichts. Und ihr müsst euch da, und das war mir halt so wichtig, nirgendwo anmelden, dass man dann irgendwie alle vier Tage eine Push-Benachrichtigung bekommt. Hier, lad dir dies runter, lad dir das runter, lad dir jenes runter. Das mag ich nicht. Ich fixiere das Ganze einmal mit meinem Coty Jaspern Powder. Und ich glaube, dass sich beide Primer nicht ganz so gut mit meiner Pflege vertragen haben heute. An so einigen Stellen löst sich das Ganze. Ich habe aber auch, mittlerweile ist es halt auch echt schon spät, komme im Moment einfach nicht zum Drehen, sodass sich das ein bisschen abgesetzt hat. Ansonsten, das passiert sonst nicht, ne? Also ich glaube, es lag wirklich an der Pflege, die ich heute benutzt habe. Okay, Base sieht trotzdem ganz cute aus. Die wollte ich euch hier nochmal mit reinnehmen, weil die wirklich sehr, sehr gut sind. Die waren inspiriert von denen von der Natalie Dimona. Sehr grandiose, phänomenal gute Paletten. Selbst wenn die nicht inspiriert werden von Natalie, wären das unglaublich gute Paletten. Ich habe dazu ganze Videos gemacht. Ich verlinke euch das mal im i. Das sind meiner Meinung nach eine der besten Lidschattenpaletten, die ich habe für, ich glaube, 9 Euro. Spektakulär. Und dann habe ich das hier gefunden. Das ist jetzt aber gar nicht unbedingt eine günstige Alternative, glaube ich, oder so eine klassische Nachbarin-Marke. Es tut mir total leid, ne? Aber es ist dünnes Eis für mich. Sondern das ist, glaube ich, Korean Make-up, Korean Skincare von ROM and ND. Super, super süße Vierer-Palette. Genau mein Ding, ne? Ich liebe ja diese kühlen Farben. Und die hat mich doch schon recht stark hieran erinnert, an diese Mini-Glam-Palette von Natasha. Ich bin ein großer, großer Freund mittlerweile von diesen sehr, sehr neutralen Farben. Von diesen kühlen, fast schon langweiligen Lidschattenpaletten, weil man damit einfach so, so viel machen kann. Ich gehe jetzt auch gleich mit einem großen Pinsel hier rein und konturiere so ein bisschen mein Augenlid. Smoke das gleich hier raus. Süße Farbe. Nehmen wir mir einen kleineren Pinsel. Ich finde, mit diesen kühlen Farben, die stehen, das ist ganz spannend, ne? Vor 2 Jahren wäre das gar nichts für mich gewesen. Das war ja nur dieses Warme gewesen. Aber mittlerweile, da denke ich mir, kühle Farben stehen einfach so, so vielen. Ich baue mir gleich den dunklen Ton hier hinten auf, blende das aus, einfach für so ein bisschen Tiefe. Das ist sehr, sehr schmeichelnd, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen texturiertere Augenlider habt oder einfach nur so einen Hauch an Farbe möchtet. Super, super süß. Und mit meinem Finger gehe ich in den Schimmerton, der ist sehr, sehr icy. Einfach für so einen
kleinen Dust. Das ging extrem schnell. Ihr habt es gesehen, ne? Das waren ja keine 3 Minuten. Das ist mittlerweile mein Anspruch an Make-up geworden. Ich möchte schnell fertig sein. Ich möchte einen intensiven Look, aber ich möchte schnell fertig sein. Ich will nicht stundenlang hier rumblenden. Es wird jetzt ein bisschen schwierig im Vergleich, denn hier fehlt uns natürlich dieser ganz, ganz dunkle Ton. Aber ich gehe auch erst mit dem hellen hier einmal lang, um das Lid vorzubereiten. Gehe dann mit demselben Pinsel in den Ton, trage mir den auf. Die von Natascha sind natürlich ein Stückchen pigmentierter, aber am Ende des Tages, glaube ich, kriegen wir damit einen recht ähnlichen Look hin. Farbe ist die Farbe hier, sieht zwar farblich ähnlich aus zu der, ist aber auf dem Auge schon deutlich, deutlich dunkler. Und da wir ja jetzt diese dunkle Farbe nicht haben, gehe ich jetzt hier einfach mal mit dem Schimmerton lang und habe ein recht ähnliches Finish. Ich bin ehrlich, mir gefällt die andere Seite gerade besser. Damit kannst du halt meiner Meinung nach nur 2 Looks machen. Mit der anderen kannst du irgendwie so ein bisschen mehr arbeiten, weil du diesen hellen Schimmerton hast, was ein bisschen das Auge öffnet. Das soll jetzt aber gar nichts zur Sache tun, denn wir haben ja noch das hier. Und das sind die Diamond Bomb und der Diamond Highlighter. Auf dieser Seite haben wir Fenty. Der ist mittlerweile schon so alt, dass du das Fändchen rausnehmen kannst, aber es bricht einfach nicht. Das ist meiner Meinung nach einer der. Habe ich die richtige Seite? Ist ja auch völlig egal. Einer der schönsten Produkte, die es von Fenty Beauty gibt. Ich liebe die. Ich trage die auf jedem Event, auf das ich gehe. Habe ich dieses Produkt irgendwie in meinen Haaren, an meinem Körper. Es staubt ein bisschen, ne? Also du hast das schon am Ende des Tages irgendwie an vielen Stellen deines Körpers. Aber das gibt es natürlich auch von einer Amazon-Marke. Das ist nicht ganz so krass glitzernd wie das von Fenty, wie ich finde. Das ist eher ein Highlighter, ist dem aber auch schon ähnlich, ne? Da kommt nicht ganz so viel runter. Sieht aber dafür ein bisschen nasser aus, ne? Weil der Schimmer ein bisschen kompakter ist. Es kommt aber nicht ansatzweise an das von Fenty ran. Ist aber eine gute Alternative, um mal so ein bisschen mit diesen Texturen zu arbeiten. Und ich finde, da müssen wir einmal drüber reden. Es muss ja auch nicht immer alles gleich ein Dupe oder eine Alternative sein, sondern es ist manchmal auch ganz gut, um zu schauen, komme ich überhaupt mit der Art und Weise des Produktes klar? Gefällt mir das Finish im Großen und Ganzen? Und wenn ja, kann ich mir immer noch das teure Produkt kaufen. Also, mir gefällt diese Roid. Das hier gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser als die von Natascha. Hier, guck mal. Den habe ich auch mal bei Amazon gekauft. Das ist auch von dieser Roid MDM. Ich verlinke euch das. Das ist so ein super glossy. Passt jetzt nicht zu dem Look, wie ich finde. Es sieht aus wie ein Gloss, ist aber in einer festen Form. Alter, der ist richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. Da ich schon wieder fast aussehe, als hätte ich 4 Wochen lang im See gelegen, bronzen wir noch schnell ein bisschen. Dann sehe ich gleich nicht mehr ganz so fahl aus. Also, ich muss sagen, das hat wirklich gut geklappt. Und diese kleine Mini-Lidschattenpalette, ne, die ist es. Und wisst ihr, was ich toll finde? Das finde ich richtig, richtig cool. Die haben hier Platz gelassen auf der Verpackung, dass du dir raufschreiben kannst, wann du das aufgemacht hast. Sehr, 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 sehr gut. Das habe ich noch nie gesehen. Aber das finde ich sehr, sehr gut. Ich mag es gerne. Ich bin gespannt, wie euch die günstigen Alternativen von Amazon gefallen. Ich verlinke euch mal alles unten und schaut auch gerne mal bei dem Newsletter vorbei. Und schickt mir unbedingt Links, wenn ihr noch ein paar andere Alternativen gefunden habt, die süßen Mäuse. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.